Und du merkst halt auch beim Beschleunigen, dass die Räder hinten meistens auch keinen Grip haben. Ja. Was ein bisschen Ladedruck ausmacht, gell? Drehmoment hier, was mehr gedus. Halbes Bar macht schon viel aus an Leistung. Das sind fast 2 volle Sekunden, gell? Ja. Ja, Cadillac ist ganz klar mein Favorit. Das Auto hat keiner auf dem Schirm. Das finde ich halt ganz geil, gell? Ja, das stimmt. Man sieht aber auch generell wenig Farben, gell? Ja. Also wenn du mich jetzt fragst, ob es überhaupt für Modelle gibt. Ja, die haben halt auch keine große, sag ich jetzt mal, Produktpalette, gell. Es kommen jetzt die ganz neuen, sind jetzt rausgekommen, auch als V-Modell. Die V-Modelle sind da, so wie bei BMW die M-Modelle oder Audi S-Modelle. Sind das da die V-Modelle, die Sportvarianten, die sind jetzt ganz neu rausgekommen. Ich sag mal, gibt es auch ein Modell so unter 40.000 oder fangen die erst weiter drüben an? Ne, die gibt es ja auch als 2 Liter Turbo nur, gell. Ich sag mal so, als Normalauto. Ja. Da fangen die so ab 40 an, je nach Ausstattungsvariante. Ja. Aber wie gesagt, du sagst, die neuen, also gebraucht gibt es ja noch gar keinen, oder? Ja, es gibt, weil halt auch nicht viele auf dem Markt sind. Gell? Mhm. Wenn so Cadillac, da denkt jeder an eine Mozek-Flosse oder was. Ja. Die haben auch so auf dem europäischen Markt nicht viel Werbung gemacht, ja. Ich glaube, die sind so im amerikanischen Markt, sag ich jetzt mal, versorgt oder was, dass der europäische Markt die gar nicht interessiert. Ja. Leider. Wie gesagt, es ist eigentlich für den Preis-Leistungs-Verhältnis super geiles Auto. Ja. Gibt's aber, also wie gesagt, meist sind den GM-Händler, gell, weil Cadillac gehört ja zu GM. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber das Autohaus Steppe in Hörgau, die haben ja unter anderem haben die auch Cadillac. Okay. Tja. Und wir hätten die Abstimmung hätten wir auch noch aggressiver machen können mit Wassermethanol. Das ist ja Wassermethanol-Einspritzung ist verbaut, die wir jetzt mit, ich sag vielleicht schon mit 10% Methanol fahren, Rest mit Wasser. Ja. Und wenn man mehr Methanol nehmen tut, ja, vielleicht 50-50 sogar, was ziemlich hart ist, oder was, wenn man darauf abstimmen tut, kann man halt wesentlich mehr Anzündung und was geben und machen. Ja, ja. Und die Abstimmung einfach aggressiver machen, ja, da wäre da noch jede Menge mehr an Leistung gegangen. Wir wollten aber gewährleisten, was, wenn der Wassermethanol-Tank mal leer ist, dass der Kunde nicht darauf oder angewiesen ist. Gell? Ja. Dass, wenn es leer ist, dass er trotzdem weiterfahren kann und auf der sicheren Seite ist. Gell? Weil das Auto soll ja trotzdem noch alltagstauglich bleiben. Ja. Ja klar, ich sag mal, eine Leistungssteigerung macht, tut es immer mehr Verschleiß da. Gell? Es geht ja auf alles. Den Tank sieht man ganz schön gleichzeitig. Der ist im Kofferraum, haben wir recht klein gewählt aus dem Grund, weil das Auto eigentlich schon eine relativ gute Kühlwirkung hat von der Ladeluft. Ja, und es ist echt nur, ich sag mal, bei richtig warmem Wetter und längere Autobahnfahrten mit Knallgas. Und da merkst du das erst, ja, dass die Wassermethanol-Einspritzung da richtig wirken tut.
Ja, so wie wir es jetzt eingestellt haben, weil halt so ein geringer Teil Methanol dabei ist. Ja. Ja, das kann man kaufen. Das ist eigentlich so für ja, ich sag mal, Modellbau, für die Benziner, ja, RC-Fahrzeuge okay. Und ja, was. So, ja, genau. Ja, für so Verbrennungsmotoren genau. Kannst du das bestellen. Ja. Muss Gewerbeschein haben und dann kann man sich das, ja, bis zu 3 Liter immer, ist glaube ich die größte okay. Menge, was man bekommt. Der Tank fast so viel? Der Tank, der hat jetzt ja, knapp 8 Liter gehen da rein. Ja. Ja. Also hier ist das Display und die Steuereinheit für die Snow Performance für die Wassermethanol-Einspritzung. Ja, die kann man regeln, dass er entweder einspritzen tut nach Ladedruck oder nach Einspritzung und Ladedruck. Wir haben jetzt eine Abstimmung gemacht, rein nur über den Ladedruck. Ja, das Fahrzeug fährt jetzt einen Höchstladedruck von 1,3 Bar. Ja, und dadurch tun wir halt die Ladeluft ein bisschen runterkühlen, Mario, ja, unter Volllast. Hier haben wir die Snow Performance Düsen, das sind die Injektordüsen, die vom Ladeluftkühler halt einspritze. Ja. Ja. Haben wir beide Seiten, gell? Und halt das Cold Air Intake. Dadurch, dass der Kunde noch ein bisschen Kofferraumvolumen haben wollte, haben wir nicht ganz so großen Tank eingebaut. Ja? Und wie gesagt, das Auto ist auch echt nur, der hat so eine Ladeluftkühlung, die reicht dicke aus. Das ist echt nur, wenn man Knallgas auf der Autobahn fährt, längere Strecke sprints. Um da nochmal nachzuhelfen mit, gell? Ja, also wir kommen jetzt von der Probefahrt gerade vom ATS-V. Ja, sind super happy. Ja, ich habe fast richtig geraten gehabt. Sind von 10.14 auf 8.11. Von 100 auf 200 haben wir uns verbessert. Also ein bisschen über 2 Sekunden. Also ging richtig was. Ja, sind happy mit unserem Umbau. Und der Kunde wird es auch sein.